Robin Scholl, 13-0 gewonnen gegen VfL Osnabrück am dritten Spieltag. Glückwunsch. Ich sehe einen glücklichen, aber auch erschöpften Robin Scholl. Täuscht der Eindruck? Ich glaube erschöpft. Könnt ihr auch die anderen fragen, bin ich glaube ich nach jedem Spiel. Weil die wissen, dass ich unglaublich viel laufe, kämpfe für die Mannschaft. Und das bin aber nicht nur ich, das machen auch die anderen. Und aber ich glaube heute ging noch mehr dadurch, dass ich das Tor geschossen habe. Ja. 3-0 klingt relativ klar gegen den VfL Osnabrück. Es gab eine brenzlige Situation, glaube ich, beim Stand von 0-0. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ich glaube, wir hatten es über weite Strecken sehr, sehr im Griff. Haben sie, glaube ich, nach dem 1-0 oder 2-0 war das kurz mal, ich glaube, 10 Minuten kommen lassen. Haben wir vielleicht ein bisschen uns hinten reingestellt, haben das ein bisschen enger alles gemacht, weil wir wussten, wir wollen das verteidigen. Und bei uns ist einfach momentan diese Null ist einfach so wichtig. Und wir wissen einfach, dass wir vorne mit Kater haben, die Polido und mir haben wir Leute, die immer treffen. Ich glaube, nächstes Spiel ist Kater dran und dann haben wir alle mal vorne getroffen. Ja. Du sprichst es gerade schon an, du hast getroffen, hast aber auch eine Vorlage gemacht. Dein Tor soll relativ schön gewesen sein. Ich habe die Entstehung nicht gesehen. Kannst du mich aufklären? Ich glaube, das war ein langer Ball nach rechts. Oder ins Zentrum, nach außen geköpft und der Kater ist nach außen gegangen. Dann habe ich seine Position ingenommen und er hat aus der Drehung geflankt auf den 16er genau und trifft halt genau mich und ich ziehe einfach. So einfach klingt das. Ja, manchmal ist Fußball einfach, manchmal auch kompliziert. Momentan, glaube ich, wenn es läuft, ist es halt einfacher. Ja. Dann freuen wir uns auf eine Nachricht. Danke dir. Danke. Manu, Pachu, herzlichen Glückwunsch erstmal zum dritten Sieg im dritten Spiel. 13-0 gegen den VfL Osnabrück. Erklärt doch mal, was heute das Geheimnis war. Aber es war das Geheimnis. Wir wollten unser Spiel durchdrücken, haben in der ersten Halbzeit, denke ich, Kontrolle bemüht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir unser Spiel halt durchgedrückt, komplett. Stimmt das? Ja, ich denke mal, dieses 1-0, was ich mache, das war so ein kleiner Dosenöffner. Das war so ein bisschen neutralisierendes Spiel, denke ich, dass ja, von beiden Mannschaften jetzt nicht die Überchancen, klar, die einen hatten die auf der Osnabrückseite, aber im Endeffekt war es der kleine Dosenöffner, der uns dann immens geholfen hat. Hatten wir bei Fortuna TV noch nicht, dass wir zwei Torschützen vor der Kamera hatten. Wer hat denn das schönere Tor geschossen? Ja, ich. Ich. Wie immer. Nein, der Manu, der ist ja neu bei uns, deswegen gebe ich ihm immer das Recht für das schönere Tor, aber in Wahrheit weiß er halt, dass meins besser war. Es gab beim letzten Spiel gegen Jena auch eine kuriose Szene von dir, Manu. Da hast du das zweite Tor vom Hamdi vorbereitet. Das lief auch online mit so einer kleinen Super Mario-Geschichte. Ja. Muss das Spiel heißen Super Manu? Nein, auf keinen Fall. Super Fortuna passt besser. Es ist einfach momentan die ersten drei Spiele eine super Mannschaftsleistung. Weil da bin ich ein Teil von. Und klar, ist ganz witzig gemacht auf jeden Fall. Aber jeder hat mal einen Dribbling. Naja, ist eine coole Sache gewesen, glaube ich. Pacho, wir sehen die nächsten Tage aus unter Haching. Ja, der Tag sieht so aus, wir fahren jetzt gleich nach Hause, regenerieren, morgen regenerieren wir. Freitag fahren wir nach Haching und Samstag holen wir 3 Punkte in Haching. Dann freuen wir uns, danke euch.